Leute, schaut mal, was gekommen ist. Meine erste Kooperation, Etipetete. Ich freue mich voll drauf. Nehme dich mit rein und zeige dir heute ein paar Rezepte, die ich mit dieser Retterbox koche und erkläre dir natürlich, was dahinter steckt. Viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal, ich habe eine Retterbox bekommen und zwar mit Etipetete arbeite ich in diesem Video zusammen. Ich zeige euch jetzt mal, was da alles drinnen ist. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Das ist eine meiner ersten Kooperationen hier auf dem Kanal. Ich sag dir gleich nachher dazu alles. Aber jetzt will ich dir erstmal erklären, was Etipetete ist. Etipetete ist eine Firma, die sich einfach vorgenommen hat, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren, weil ganz, ganz viele Lebensmittel, die passen, die müssen gewisse Normen erfüllen, um im Supermarkt zu landen. Und nicht jedes Lebensmittel, das auf dem Feld wächst, vor allem beim Biobauern, schafft diese Formen und Normen einzuhalten. Und es wird dann oft weggeschmissen. Und um das zu vermeiden, hat Etipetete solche Retterboxen kreiert, die von Biobauern, die eine faire Bezahlung bekommen, das Gemüse nimmt, das nicht im Supermarkt landet, was nicht, das ist kein schlechtes Gemüse, sondern einfach nur Gemüse, das vielleicht ein bisschen krumm und schief gewachsen ist oder wo sie eine Überproduktion haben, die Bauern, wo sie die Ware nicht loskriegen. Das landet alles hier drinnen. Zum Beispiel hier so eine ganz, ganz kleine Birne. Die wäre wahrscheinlich zu klein, um im Laden zu landen. Und sowas kommt hier in diese Box mit rein. Es gibt da verschiedene Boxen. Einmal gibt es eine Gemüsebox, eine Fitnessbox. Oder eben eine Obst- und Gemüsebox oder nur eine Obstbox, eine Snackbox. Da gibt es ganz, ganz viel. Ich habe jetzt die gemischte genommen. Ich probiere das jetzt zum ersten Mal aus und habe mich einfach gefragt, was ich dann kriege und freue mich vor allem auf die Herausforderung, jetzt mit diesen Sachen zu kochen, weil ich gewisse Sachen fast nie kaufe. Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel Blumenkohl kaufe ich fast nie, freue ich mich voll drauf, damit mal was zu kochen. Gell? Das ist hier drinnen, dann haben wir einen Lauch, eine Zucchini, das ist mal in dieser größten Ecke hier drinnen. Außerdem haben wir mehrere Karotten und ganz lustig gewachsene Süßkartoffeln. Hey, ich freue mich voll, weil ich liebe Süßkartoffeln. Hast du bestimmt eh schon gemerkt, wenn du ein paar Videos auf meinem Kanal gesehen hast, dass ich sehr gerne und sehr viel mit Süßkartoffeln koche. Aber die sind oft sehr dick und groß im Laden. Die sind bestimmt zu klein für den Supermarkt. Hier ist noch eine Karotte. Dann haben wir etwas ganz Erdiges, schaut mir aus wie Schwarzwurzel. Bin ich auch gespannt. Habe ich noch nie selber gekauft zum Kochen. Machen wir mal. Kochen wir mal was damit. Dann haben wir noch einmal Knollensellerie. Das ist jetzt auch März, gell? Die haben natürlich jetzt kein Gemüse da reingeschmissen wie Tomaten oder sowas, was jetzt eigentlich gar keine Saison hat. Wir haben einmal eine eine Zitrone, die zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil die hat eben hier solche Risse und Unebenheiten und deswegen ist die bestimmt aussortiert worden, aber ansonsten, die ist doch so trotzdem noch ideal zum Essen, kann man echt vermeiden, dass man die wegschmeißt. Dann haben wir aber wirklich noch Zwiebeln drinnen, 3 Stück, ganz normale Speisezwiebeln. Dann lustig gewachsene Kiwis. Die ist einfach sehr platt und hat in der Mitte so eine Wölbung drinnen. Und die andere ist auch sehr platt und hat einfach eine lustige Form. Insgesamt sind es 5 Kiwis, die hier drinnen sind. Dann haben wir noch ein paar Äpfel. Sehr, sehr kleiner Apfel. Der schaut eigentlich ideal aus. Freue ich mich, der schaut schon richtig appetitlich aus. Ganz ehrlich, der schaut doch aus wie so ein Schneewittchenapfel oder so ein tiefer roter Apfel. Cool. Schaut mir aus wie eine Blutorange. Dann habe ich schon euch gezeigt, sehr kleine Birnen haben wir hier einfach.
ideal für entweder einen Salat machen oder mein Müsli. Ihr wisst, ich esse eh jeden Morgen Haferflocken. Dann haben wir noch weitere Äpfel. Hier auch noch Äpfel. Manche sind eben einfach auch sehr klein, aber es stört mich jetzt gar nicht. Ich mag so arg große Äpfel eh auch nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich zeige dir nochmal eine Übersicht. Schaut mal, so schaut das alles aus. Da ist auch noch eine Zucchini unten versteckt und es geht relativ tief dann auch runter. Ich freue mich mega drauf. Mit dem Code LANA5 erhältst du 5 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung, wenn du das auch mal testen willst und Gemüse vor dem Wegschmeißen retten willst, wie zum Beispiel diese sehr süße, lustige Form dieses Kartoffeln. Ich verlinke euch das Ganze aber auf jeden Fall unten in die Infobox. Und ich kriege dann auch, wenn ihr was bestellt, einfach wie Provision. Ich werde jetzt nicht bezahlt für dieses Video oder sonst irgendwas, sondern ich werde nur dann bezahlt, wenn ihr auch meinen Rabattcode benutzt und darüber einkauft. Von dem her, viel Spaß beim Kochen. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen und kaufe ein paar Sachen noch dazu, die ich brauche, um diese Sachen zu verkochen. Okay, ich habe jetzt gerade mal meine Liste geschrieben, was ich daraus denn alles kochen will und kann und weiß gar nicht, was ich jetzt alles davon in das Video packe, weil mir so viele Rezepte jetzt eingefallen sind oder wo ich im Internet gefunden habe, die ich mal damit ausprobieren will. Ich nehme dich jetzt einfach mal ein bisschen mit und zeig dir vielleicht 2 oder 3 verschiedene Rezepte, was ich jetzt aus dieser Retterbox koche, weil ich schaffe es nicht, alles in ein Video zu packen. Das ist so viel, was ich daraus kochen kann. Voll viel habe ich auch daheim. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt nur noch solche Sachen wie Sahne oder Feta-Käse oder Cabanossi zum Beispiel mal. Ich brauche ein frisches Brot. Ja, Sachen, die halt einfach nicht Gemüse sind. Den Rest habe ich eigentlich alles daheim. Ja, ich zeige dir einfach, was ich daraus koche. Viel Spaß dabei! Ich habe angefangen mit einem leckeren Aufstrich. Das Rezept habe ich mir selber überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache ich schäle die Schwarzwurzel, ich habe die davor gewaschen und dann einmal geschält, in kleine Stücke geschnitten, genauso wie eine Zwiebel. Die habe ich auch einfach nur geschält und Karotten geschält und dann auch in Stücke geschnitten. Und das Ganze habe ich dann in den Thermomix gegeben und alles einmal gehackt und dann Öl dazu gegeben und dann das Ganze ein bisschen andünsten lassen, damit es einfach weich wird für ungefähr 5 Minuten. Kann man ja auch voll auf dem Herd machen, gell? Also brauchst kein Thermomix dafür. Und dann, nachdem das so ausgeschaut hat, nach 5 Minuten habe ich es gewürzt mit ein bisschen Kräutern, Salz und Pfeffer und habe das Ganze dann püriert. Das kann man auch mit einem Stabmixer machen. Und dann habe ich Frischkäse dazugegeben und das fertig war auch schon der Aufstrich. Das war richtig lecker. Ich habe immer noch davon und kann man echt essen und empfehlen. Okay, let's give it a taste test. Ich mag so herbe Aufstriche voll gern. Das ist echt was man machen kann. Ich habe noch nie diesen Aufstrich gemacht. Ich habe den gerade selbst erfunden und einfach nach Gefühl das gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass statt Butter mit zum Beispiel, statt Frischkäse zum Beispiel mit Butter auch gut schmeckt. Aber die Variante ist echt auch lecker. Ich mache es auch so, ich habe jetzt die Hälfte in eine Dose getan, die andere Hälfte in eine einfrierbare Tupperdose getan und die packe ich in den Gefrierschrank. So kann ich einfach, wenn wir mal wieder etwas brauchen zum Brotzeit machen, den aus dem Kühlschrank nehmen und habe Aufstrich sogar auf Vorrat gemacht. Voll praktisch. Weil ich jetzt noch so viele von den Birnen und Äpfeln übrig habe, werde ich jetzt mal ein Muffins backen und zwar mit Obst drinnen. Also du siehst jetzt hier meine ganzen Äpfel und Birnen. Ich schätze mal aber, dass ich bloß vielleicht 2 Birnen und einen Apfel oder sowas brauche. Und den Rest kann ich dann zum Frühstücken für die Woche hernehmen. In Smoothies oder in meine Haferflocken einfach zum Müsli dazugeben. Und zu mir kommt nämlich nachher eine Freundin zu Kaffee und Kuchen. Habe ich mir gedacht, bietet sich das doch voll gut an. Und Mehl, Butter, Zucker,
Und so weiter habe ich auch alles daheim. Perfekt. Man kann Apfel und auch Birne schälen. Ich mag aber eigentlich die Schale ganz gern. Mich stört es überhaupt nicht. Und deswegen habe ich die dran gelassen, einfach gut waschen und dann in sehr, sehr kleine Stücke die Obststücke schneiden, damit die nicht zu schwer sind. Wenn sie zu schwer und zu groß sind, dann wandern oder dann kann es sein, dass die in dem Teig beim Backen dann nach unten rutschen und dann hat man die ganzen Obststücke am Boden des Kuchens oder des Muffins und nicht einfach in der Masse verteilt. Also Birne und Apfel, ein Stück habe ich jeweils genommen, weil ich nicht so viele Muffins gebacken habe, da ich jetzt ehrlich gesagt keine Geburtstagsfeier zu ernähren hatte. Ich habe ein Ei genommen, ein bisschen Margarine hatte ich noch zu Hause und Butter. Dann habe ich Milch, glaube ich, dazugegeben, genau, und Salz, Entschuldigung, Zucker natürlich und das Ganze aufschlagen lassen zu einer cremigen Masse. Und dann später habe ich das Mehl dazugegeben, genauso wie Backpulver, ein bisschen Salz und was noch? Ich glaube, das war's. Dann habe ich gehackt, nachdem das ein bisschen vermengt war, die klein geschnittenen Obststücke und gehackte Mandeln dazugegeben. Dann das noch einmal miteinander vermengt und dann in die Förmchen verteilt. Ich habe so Silikon-Herzförmchen, die habe ich gemacht. Und dann noch kleine Muffins für einen kleinen süßen Hunger. Manchmal finde ich dann nämlich Muffins ganz schön groß und ein bisschen zu viel für einen Snack zwischendrin. Aber mit den Silikonförmchen kann man die eigentlich ganz gut rationieren. Und dann das Ganze einfach im Backofen bei, ich glaube, 180 Grad rausgebacken. Und danach habe ich das noch, nachdem die gebacken waren, mit Puderzucker einfach bestreut. Du kannst aber auch die einfach plain essen. Oder ansonsten würde vielleicht sogar so ein Frischkäse-Frosting dazu passen. Ein bisschen fruchtigeren oder einen frischeren Geschmack noch dazu haben will. Ich habe aber noch so viel Puderzucker daheim gehabt, dass ich einfach das verwendet habe. Und fertig war's. So hat es dann ausgeschaut für meine Freundin und mich beim Kaffee trinken. Fürs Rezept Nummer 2 habe ich mir überlegt, ich mache so einen Auflauf. Und zwar mit diesen Resini, glaube ich, heißen die auch, Fernnudeln. Und da mache ich den vegetarisch ohne Hackfleisch mit ungefähr dem halben Knollensellerie, den Karotten, mal schauen, vielleicht tue ich noch eine mit dazu, aber vielleicht reicht es auch, Zwiebel und Knoblauch, das Ganze quasi anbraten, dann die Nudeln dazu mit ein bisschen Gemüsebrühe und dann einfach köcheln lassen. Und dann in einer zweiten Pfanne mache ich dann Aubergine, Zwiebel, Knoblauch rein, dann passierte oder gehackte Tomaten, ein bisschen Thymian, Salz, Pfeffer und Zucker. Das dann auch ein bisschen köcheln lassen und dann wird alles vermischt in einer Auflaufform und dann kommt Feta oben drüber und dann wird das gebacken. Ich mache das jetzt als Meal Prep für nächste Woche, wenn ich mal ein bisschen weniger Zeit habe. Ich habe jetzt kurzerhand entschlossen, auch noch diese Schwarzwurzel mitzunehmen in die Pfanne, wo ich dieses wie so Suppengemüse mit den Nudeln anbrate. Was ich auch mache, ich nehme diesen von Tupperware, gibt es ja diesen Häcksler her, Schneidgerät, Hacker, wie auch immer, weil der macht die ganzen Gemüsesachen richtig klein und erspart mir viel Arbeit. Thank you.
Zeit Wasser aufgekocht und habe mir gedacht, ich würze das jetzt einfach einmal noch kurz ein bisschen schon mal vor mit bisschen Pfeffer, Salz und dann später würze ich das eh nochmal nach. Aber ich mag das ganz gern schon während dem Kochen zu würzen, einfach damit der schon während dem Kochen ein bisschen von dem Geschmack annimmt. So, dann nehmen wir da noch Gemüsebrühe mit dazu. Das sind jetzt 500 Gramm, ich mache jetzt ungefähr die Hälfte, 250. Mal schauen, wie groß das dann wird, ob ich es in eine Auflaufform kriege oder ob ich einen Teil dann auch so esse. We will see, ein Experiment. Ja, ungefähr, machen wir noch ein kleines bisschen mehr. Ungefähr die Hälfte wird schon gewesen sein. Und jetzt schütte ich das Ganze einfach mit Wasser auf und lasse es dann vor sich hin köcheln. Und hier braten wir die Aubergine mit den Zwiebeln noch an. Und wenn die dann ein bisschen zusammengegangen sind, dann gebe ich die Tomatensauce drüber. So, nachdem das jetzt schon einigermaßen zusammengegangen ist, schütte ich da die gehackten und passierten Tomaten mit dazu. Die spüle ich dann immer noch mit Wasser aus. Oh nein! So klar, natürlich. Warum muss ich auch mit einem weißen Oberteil Tomatensauce kochen? Naja. Ärgerlich, aber egal, muss eh in die Wäsche. Mittlerweile geht Tomatensauce eh bei den meisten Waschmitteln so gut raus. So, was ich jetzt noch mache, ich habe noch so Thymian. Die lege ich einfach als ganze Zweige in die Tomatensauce mit dazu, damit die ein bisschen Geschmack vergeben. Aber mein Mann mag Thymian nicht so gerne. Deswegen fische ich den dann einfach nachher raus, damit man da nicht versehentlich drauf beißt. Und dann gebe ich da jetzt noch ein bisschen Zucker mit dazu. Kann man natürlich weglassen, aber ich finde, das passt immer ganz gut bei so einer Tomatensauce. Und dann lasse ich auch das ein bisschen vor sich hin köcheln, damit es einfach zu einer richtig schönen, leckeren, aromatischen Soße wird. Ungefähr so 10 Minuten lasse ich das jetzt noch köcheln. Okay, schaut jetzt so aus, als wäre es eigentlich schon ganz gut durch soweit. Und ich gebe jetzt zuerst diese Nudeln in die Auflaufform. Das ist jetzt auch eine relativ feste Pampe. Mal schauen, ich mache jetzt mal nicht alles, weil ich glaube, dass ich zu viel gemacht habe. Vielleicht zu viel. Maybe it's a little too much. So. Und ich habe aber noch, wie du sicher weißt, zu kleinere Auflauf mache ich einfach noch eine zweite Partie. Und mal gleich was fürs Büro. So. Und ich schätze mal, das wird dann mein Abendessen für heute. Dann nehme ich den Thymianzweig hier raus und schöpfe jetzt diese Tomatensauce da drauf. So, dass alles bedeckt ist. Ich probiere das jetzt ehrlich gesagt auch gerade zum ersten Mal aus, aber alles einzeln habe ich jetzt schon abgeschmeckt und schmeckt mega gut. Deswegen gehe ich davon aus, dass es kombiniert auch gut schmeckt, ne? Weise Erkenntnis, Lana. Unglaublich. So, das Rezept ist so ein bisschen griechisch, oder? Das sind die Nudeln und auch diese Tomatensauce erinnern mich mega an Griechenland. So, und dann habe ich noch Feta-Käse. Den gebe ich da jetzt auch schon mal drauf. Und ich mache jetzt Folgendes, weil ich das jetzt heute gar nicht essen möchte, weil ich alleine zu Hause bin und das viel zu viel ist. Mein Mann, der ist eben unterwegs. Und jetzt habe ich das schon vorgekocht
Und ich habe dafür Deckel für diese und für diese Auflaufform. Und ich gebe das dann so, wie es ist, wenn es abgekühlt ist, in den Gefrierer, ins Gefrierschrank. Und habe dann automatisch mal für einen stressigen Abend jetzt vorgekocht. Das mache ich ganz gern, wenn ich zum Beispiel beim Sport bin oder sowas, dann komme ich oft erst um 7, 7:30 nach Hause. Und dann will ich oft nicht noch mega lange kochen müssen. Und dann hole ich gern in den Tagen in der Früh, bevor ich in die Arbeit gehe, diese vorgekochten Sachen aus dem Kühlschrank. Und mache das Ganze dann einfach noch in den Backofen, wenn ich heimkomme, und gehe mich in der Zwischenzeit duschen. Und fertig ist dann das Essen. Also geht dann echt oft mega schnell und ist so eine Erleichterung. So, fertig ist auch mein Abendessen. Das reicht mir, weil ich habe vorhin ja schon die Scheibe Brot mit dem Aufstrich gegessen. So, neuer Tag, neues Gericht. Heute geht's an den Lauch und an den Blumenkohl. Ich koche den zu einer leckeren Suppe mit auch der Zwiebel, die in der Etipetete-Box drin gewesen ist, und ein bisschen Butter oder Margarine oder auch Öl, Cabanossi und ein paar Kartoffeln. Anfangen tue ich mit dem Lauch und der Zwiebel. Die brate ich nämlich dann gleich am Anfang im Topf ein bisschen an. Und ich glaube, ich brauche nicht alles an Lauch, deswegen halbiere ich den jetzt in der Mitte. Dann habe ich für mein nächstes Rezept, wo ich einfach den Lauch dann verwenden kann, sowohl den weißen als auch den grünen Part. Und ich finde, so kann man ihn auch am leichtesten waschen. Da kriegt man den Dreck in den Zwischenräumen ganz gut raus. Und genau, ich habe deswegen, weil ich nun einen bzw. einen halben Lauch verwende, tue ich noch eine Zwiebel mit dazu. Kann man auch weglassen, wenn man es nicht so mag. Normalerweise ist es bei Suppen ja immer egal, wie fein man das Gemüse, Zwiebeln und Co. schneidet, wenn man es zum Schluss püriert. Bei dieser jetzt halt nicht, da will ich bewusst die Stücke stückig lassen, die Gemüsestücke, und habe deswegen die Ringe sehr fein geschnitten von dem Lauch und auch die Zwiebeln fein geschnitten, damit ich dann alles in dem Topf anbraten kann und dann später nicht mehr pürieren muss. Ich habe Margarine statt Butter benutzt, weil ich diese noch zu Hause hatte, und habe eben vorab dann einfach das angedünstet bei mittlerer Hitze. Während die Zwiebeln auf dem Herd im Topf schon mal angedünstet haben, habe ich jetzt die Kartoffeln geschält und klein geschnitten, einfach in mundgerechte Stücke, sodass sie auch nicht so ewig lang zum Kochen brauchen. Und jetzt schneide ich den Blumenkohl in so kleine Röschen. Und dafür habe ich jetzt mal die Blätter entfernt und schneide das ein bisschen an diesem Kranz entlang. Man kann ja auch den Stumpen verwenden, gerade in einer Suppe, aber ich püriere die Suppe nicht. Und deswegen will ich da ehrlich gesagt nicht so grobe Stücke drin haben, sondern freue mich eher über die kleinen Röschen. Und schneide die deswegen in sehr süße kleine Stücke. Also man kann es ja eh ganz gut sehen, da an diesem Kranz entlang, da schneide ich so ein bisschen um die Mitte herum. Und dann schneide ich es nochmal ein paar kleinere Bröckchen, aber ich glaube fast, dass der eh dann, wenn er gekocht ist, nochmal eventuell ein bisschen auseinanderfällt, was dann eh ganz praktisch wäre. Und dann dünste ich jetzt noch die Kartoffeln und den Blumenkohl an, und wenn das 2-3 Minuten angedünstet ist, dann mache ich das Wasser rein, und das koche ich immer im Wasserkocher schon mal vor, weil dann geht es viel schneller, spart Strom und die Suppe ist auch schneller fertig. Zum Schluss gebe ich dann noch Sahne hinzu, und wenn die Sahne mit den Gewürzen und dem Wasser ein bisschen geköchelt hat, dann gebe ich auch noch kleingeschnittene, ganz zum Schluss Würstel mit hinzu. Ich liebe es, wenn viel Biomüll entsteht beim Kochen, weil dann habe ich das Gefühl, besonders gesund zu essen. Ich habe jetzt die Sahne und die Würstel noch reingetan in den Topf. Das lasse ich jetzt noch 3-4 Minuten vor sich hin köcheln, und dann ist das Essen auch schon fertig. Juhu, es ist eine Portion übrig geblieben von der Suppe. Sehr gut, so kann ich einfach auch nächste Woche mir was mittags davon mitnehmen.
Ich freue mich immer mega darüber, wenn ich Reste habe. Dann habe ich auch gleich schon ein einfaches und leckeres Mittagessen. Bei uns schneit es jetzt auch heute, deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass ein bisschen suppiges Essen unseren Körper von innen auswärmt. Und mit viel Gemüse ist es natürlich auch was gut, was für die Abwehrkräfte ist. Ich danke dir, wenn du bis zum Schluss jetzt angeschaut hast. Ich will jetzt noch mal kurz ein paar Worte zur Etepetete sagen. Ich finde das nämlich eigentlich ein geniales Konzept, diese Retterboxen. Und wenn du das auch mal ausprobieren willst, einfach einmal testen. Es gibt verschiedene Varianten. Ich verlinke dir die Internetseite in die, also in die Infobox. Freue mich voll, wenn du meinen Link benutzt. Dann bekommst du nämlich 5 Euro Rabatt und ich kriege auch eine kleine Provision da davon. Ich will da ganz ehrlich und transparent sein und bin gespannt, wie diese Kooperation bei euch ankommt. Aber selbst wenn du sagst, du kaufst dir das nicht, ist es doch spannend und interessant zu sehen, was es mittlerweile für Möglichkeiten gibt, einfach auch den Abfall von Lebensmitteln zu reduzieren, das zu vermeiden, dass sehr viel einfach im Müll landet und jeder kann dazu ein klein bisschen beitragen. Und wenn man sich bloß alle paar Monate mal so eine Box bestellt, dann ist ja auch schon ein bisschen was gemacht. Bei mir waren jetzt, glaube ich, so um die 6 Kilo an Gemüse und Obst drinnen in dieser Box. Also wenn du das jetzt mal multiplizierst, 1000 Leute schauen vielleicht dieses Video an und wenn jeder das wirklich kaufen würde, würde 6000 Kilo an Obst und Gemüse gerettet werden. Das wäre doch genial. Lasst uns da gemeinsam einen Unterschied machen. Voll schön, dass es dich gibt. Voll schön, dass du dieses Video angeschaut hast. Wenn du Interesse hast an weiteren Rezeptideen, dann verlinke ich dir jetzt mal noch zwei Videos hier. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Lana.